Einen wunderschönen Nachmittag und willkommen bei Campus on Air. Ich bin Ann-Christine Weber und neben mir sitzt heute für Sie Matthias Abeln. Moin. Wir begleiten Sie heute eine Stunde lang durch die Sendung, von der Sie vielleicht vergangenes Jahr schon mal gehört haben. Falls das jedoch nicht der Fall sein sollte, Campus on Air ist ein Seminar von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste und der Technischen Universität Braunschweig. Und die wollen Ihnen zeigen, Wissenschaft muss gar nicht trocken sein, sondern ist echt spannend und das vor allem in Braunschweig. Wussten Sie zum Beispiel, dass hier ein Ichthyosaurier von vor 180 Millionen Jahren gefunden wurde? Oder dass die Technische Universität an einem Wasserstoff-LKW forscht? Wenn nicht, dann bleiben Sie unbedingt dran, denn unsere Sendung klärt auf. Und jetzt lehnen Sie sich zurück und lassen sich auch schon sofort von der ersten wissenschaftlichen Sensation aus Braunschweig flashen. Haben Sie schon einmal eine Pflanze als Souvenir aus dem Urlaub mitgebracht? Tatsächlich können solche Mitbringsel eine Gefahr für ganze Ökosysteme darstellen. Das Julius-Kühn-Institut klärt in diesem Jahr verstärkt zu diesem Thema auf. Denn 2020 ist das Jahr der Pflanzengesundheit. So hat es die UN offiziell ausgerufen. Was es damit auf sich hat und wie das Julius-Kühn-Institut hier in Braunschweig versucht, seinen Teil zu leisten, erklärt unsere Campus on Air-Reporterin Isabel Pinkowski. Manche Insekten, doch vor allem Bakterien und Viren, sind mit dem bloßen Auge kaum oder gar nicht zu erkennen. Schon gar nicht auf scheinbar harmlosen Pflanzen. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn wer eine Pflanze aus dem Ausland nach Deutschland einführt, riskiert damit ganze Ökosysteme durcheinander zu bringen. Katrin Kaminski vom Julius-Kühn-Institut warnt vor blinden Passagieren. Das sind unter Umständen eben Krankheiten und Schädlinge, die bisher hier überhaupt gar nicht vorkommen, wo also das Ökosystem hier überhaupt nicht drauf eingestellt ist. Die haben keine entsprechenden Konkurrenten, keine natürlichen Feinde und können sich dann hier eben unter Umständen stark vermehren und auch große Schäden hervorrufen. Wie zum Beispiel, dass ganze Pflanzen ab- oder sogar aussterben. Unbekannte Schädlinge könnten sogar den Anbau in der Landwirtschaft durcheinanderbringen. Nur durch den Einsatz von noch mehr Pflanzenschutzmittel können diese Schäden eingedämmt werden. Zum Beispiel in Italien ist das gerade ein Problem. Sehr offensichtlich ist im Moment das sogenannte Feuerbakterium Xylella fastidiosa, was besonders in Italien Schäden macht, in Apulien. Das Bakterium kann an vielen verschiedenen Pflanzen auftreten. An einigen macht es gar keine Schäden, aber zum Beispiel an den Oliven macht es eben sehr, sehr starke Schäden. Und diese alten Olivenbäume, die sterben dort wirklich auch ab. Aber Italien ist ja gar nicht mal so weit weg von uns. Doch ab welcher Ländergrenze ist denn die Einfuhr von Pflanzen eine Gefahr für das heimische Ökosystem? Letztlich kann man so ein bisschen sagen, je weiter die Länder weg sind, desto größer kann auch das Risiko von Verschleppung sein durch den Menschen. Also Schaderreger können sich natürlich auch auf natürlichem Wege ausbreiten, durch den Wind, durch Flugtätigkeiten und so weiter. Das ist bei den meisten Schaderregern aber relativ begrenzt und hängt natürlich auch von den Begebenheiten ab, die die Schaderreger dann vorfinden, ob die sich dort jeweils dann weiter ansiedeln können, also ob das Klima passt, ob Wirtspflanzen da sind. Solche Dinge sind da schon ganz entscheidend. Spontane Souvenirs mitzunehmen ist da schon gefährlicher, will das Julius-Kühn-Institut jetzt im Jahr der Pflanzengesundheit besonders betonen. Doch seit dem 14. Dezember 2019 ist das sowieso schwieriger geworden. Denn laut einer neuen EU-Regelung müssen nun auch Privatpersonen bei der zuständigen Behörde des Ausfuhrlandes ein Gesundheitszeugnis anfordern. Denn nur damit reisen Pflanzen, Samen, Schnittblumen und Früchte ohne Bedenken mit. Aber auch Online-Händler sind in der Pflicht. Besonders, da der Pflanzenhandel im Internet boomt. Doch wer im Internet bestellt, kann mit einfachen Mitteln überprüfen, ob seine Bestellung im Sinne der Pflanzengesundheit ist. Also das ist so, dass mit der neuen Gesetzgebung die Online-Händler auch verpflichtet sind, über diese Regelungen ihre Kunden zu informieren. Also das ist schon etwas, worauf man achten sollte, dass man eben ein Pflanzengesundheitszeugnis mitbekommt. Das ist leider nicht so ein Siegel, was man tatsächlich dann als Verbraucher auch gut sehen kann. Aber im Kleingedruckten der Bestellbedingungen muss das eigentlich auch enthalten sein. Damit man bei all diesen Gesetzgebungen und Regeln nicht den Überblick verliert, informiert das Julius-Kühn-Institut auf ihrer Website. Ganz besonders im Jahr 2020, dem Jahr der Pflanzengesundheit. Dort sind nicht nur allgemeine Informationen zu finden, sondern auch ein Videoclip, der das Ganze noch verständlicher machen soll. Das Julius-Kühn-Institut erhofft sich davon vor allem eines.
Vielen Reisenden ist das bewusst, dass sie zum Beispiel in die USA oder nach Neuseeland oder Australien nichts mitnehmen können. Da wissen die Leute das, dass das aber eigentlich andersrum in die EU genauso ist. Das ist vielen nicht bewusst und ich wünsche mir, dass nach dem Jahr 2020 eigentlich die meisten dieses Risiko kennen und entsprechend das vermeiden eben auch, sich nochmal schnell irgendwo ein Steckling mitzunehmen. Ich muss ja sagen, sonst war meine einzige Sorge beim Fliegen immer, ob ich nicht doch zu viele Flüssigkeiten im Handgepäck habe. Da kann man mal sehen. Also passen wir alle ein bisschen auf unsere Umwelt auf und lassen die Finger von pflanzlichen Souvenirs ohne Gesundheitszeugnis. In diesem Sinne gibt's auch schon das erste Musikstück für Sie. Moby mit Flower. Sally Hood, a green Sally down. So, und jetzt vom Reisen um die Welt zu einer Reise durch die Zeit. Wenn man auf den Braunschweiger Straßen die vielen Menschen, Autos und Straßenbahnen an sich vorbeiziehen sieht, kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen, dass es hier einmal vor 180 Millionen Jahren komplett anders ausgesehen hat. Wenn jedoch der Paläontologe Dr. Ralf Kosma mit seinem Team durch das Gelände fährt, sieht er die Welt mit ganz anderen Augen. Im Spätsommer 2019 wurde in unserer Region von dem Forscherteam ein Ichthyosaurier, auch Fischechse genannt, gefunden. Getauft wurde er Credence. Michelle Grimke und Marlin Schönams-Gruber auf den Spuren dieses außergewöhnlichen Fundes. Das Braunschweiger Land ist besonders interessant für Paläontologen, weil hier die Ablagerungen aus fast allen Epochen der Erdgeschichte zu finden sind. Man kann daran rekonstruieren, wie zu einzelnen Zeiten die Tier- und Pflanzenwelt aussah und auch das Klima. Norddeutschland war vor 180 Millionen Jahren von dem sogenannten Jurameer überflutet und in unserer Region herrscht ein subtropisches Klima. Es wuchsen tropische Pflanzen wie zum Beispiel Sumpfzypressen, riesige Baumfarne und Ginkgobäume. In diesem salzigen Gewässer lebten unzählige Tiere, unter ihnen auch Ichthyosaurier. Sie hatten ihre Extremitäten umgewandelt in Paddel, mit denen sie sich im Wasser bewegen konnten und hatten eine halbmondförmige Schwanzflosse, die den Hauptantrieb bildete. Also sie führten Seitwärtsschläge unter Wasser aus mit dieser Schwanzflosse, um sich fortzubewegen, während die vier Paddel zum Austarieren dienten. Damit wurde praktisch das Gleichgewicht im Wasser gehalten und auch gelenkt. Im Spätsommer 2019 hatte das Team und Dr. Kosma Erfolg, denn es wurde im Geopunkt Jurameer bei Schandela ein gut erhaltenes Skelett eines Ichthyosauriers gefunden, welcher den Namen Credence erhalten hat. Seit 2014 gräbt das Team jetzt schon in Schandela sehr konzentriert. Das ist ein sehr schönes und sehr umfangreiches Projekt und dort sind wir dabei, eben die Fauna des Jurameeres für das niedersächsische Becken nochmal wirklich möglichst detailreich zu erfassen. Anders als Dinosaurier lebten Ichthyosaurier ausschließlich im Meer. Trotzdem kann man es sich nicht wie ein hübsches Korallenmeer vorstellen, denn das Wasser war eher trüb, da es mit Schwebepartikeln und mit winzigen, einzelligen Kugelalgen gesättigt war. Am Meeresboden war Leben kaum möglich, da dort ein sauerstofffreies Milieu herrschte und sich ein Faulschlamm bildete. Dieser Schlamm hat das Skelett des vor kurzem in Schandela entdeckten Ichthyosauriers so gut konserviert, sagt Dr. Kosma. Obwohl diese Tiere im Meer lebten, sind sie nicht mit Fischen verwandt. Sie haben mit Fischen wirklich so gut gar nichts zu tun und auch nicht mit Delfinen. Was aber vergleichbar ist, das ist zum Beispiel, dass sie Lungenatmer waren, also an die Oberfläche kamen, um zu atmen, dass sie lebende Junge im Meer zur Welt gebracht haben und keine Eier an Land ablegen mussten, wie ihre Vorfahren. Ichthyosaurier konnten 10 bis 20 Jungtiere bekommen. Sie haben also relativ viele Nachkommen gezeugt und sich wahrscheinlich nicht groß um ihre Jungtiere gekümmert. Die Ichthyosaurier jagten gemeinsam als Gruppe oder in Schwärmen, um Beutetiere wie Fische und Tintenfische zu fangen. Was mich fasziniert, nicht nur an Ichthyosauriern, sondern generell an vielen fossilen Tieren, ist die Tatsache, dass diese Tiere eben lange Zeit existiert haben, bevor es uns Menschen gab, dass sie völlig unabhängig waren von menschlichem Zutun und von der Existenz von Menschen und unserer Kultur war zu dieser Zeit noch lange nichts in Sicht gewesen und trotzdem funktionierte das Leben einwandfrei.
aber oftmals auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist halt sehr, sehr faszinierend zu sehen, wo liegen denn die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten. Man merkt dem Wissenschaftler Dr. Kosma die Faszination dieser Tiere an. Sie sind nicht ausgestorben, weil sie nicht lebensfähig oder überlebensfähig waren, sondern einfach, weil sich die Lebensumstände radikal oder massiv verändert haben und sie es einfach in dem Moment dann vielleicht nicht geschafft hatten, sich daran anzupassen. Aber die Tierwelt und auch die Pflanzenwelt existiert auf diesem Planeten eben schon ungeheuerlich lange und war zu vielen Zeiten schon extrem hochentwickelt. Also wir bilden da heute keine Ausnahme. Und das macht das Ganze letztendlich so faszinierend. Wer den neuesten Fund von Dr. Kosma und seinem Team bestaunen will und dabei ein bisschen mehr über den Ichthyosaurier Credens erfahren möchte, muss sich jedoch noch etwas gedulden. Die Freilegung solcher Funde ist sehr aufwendig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Das kann schon mal ein Jahr dauern. Die Präparation von Credens ist noch längst nicht abgeschlossen. Trotzdem ist der Ichthyosaurier-Fund jetzt schon sehr interessant und vielversprechend, sagt Dr. Kosma. Der Schädel ist schon relativ frei präpariert, auch Teile des Rumpfes und der Vorderpaddel, aber der Hinterleib zum Beispiel steckt noch ganz im Gestein drin und wir werden erst nach Abschluss der Präparationsarbeiten sagen können, ob er dauerhaft zum Beispiel im Naturhistorischen Museum eines Tages ausgestellt sein wird. Das ist ein langer Prozess, aber man kann sowas auch nicht überstürzen. Es muss ja im Grunde auch erstmal eine wissenschaftliche Bearbeitung erfolgen. Das machen wir in der Regel mit international zusammengestellten Teams von Kollegen von überall her. Und dabei ist es dann halt ganz wichtig, dass man auch die Art, die Taxonomie des Tieres bestimmt, was teilweise sehr, sehr aufwendig ist, mit vielen Vergleichsstudien verbunden ist. Und dann kann man eben auch entsprechende Betextungen machen für eine dauerhafte Ausstellung. Nun bleibt nur noch die Frage offen, warum der Ichthyosaurier aus Chandelar den Namen Credens erhalten hat. Dazu erzählt Dr. Kosma eine kleine Anekdote. Ja, wir arbeiten in Chandelar mit einem Team aus studentischen Hilfskräften, die dort als Grabungshelfer mitarbeiten. Und einer dieser Grabungshelfer hat an einem Tag, dort an einem Nachmittag, die Schnauzenspitze von Credens entdeckt und ist somit der Entdecker dieses Exemplars. Dieser Student hat während der Grabung Musik gehört mit einigen anderen zusammen von der Band Credence Clearwater Revival und deswegen haben sie dem Exemplar sofort den Namen Credence gegeben. Bis jeder Credence im Naturhistorischen Museum Braunschweig sehen kann, dauert es also noch ein bisschen. Doch was feststeht ist, dass unsere Welt, wie wir sie heute kennen, nicht immer so aussah. Und wenn man sich genauer mit einem Tier wie dem Ichthyosaurier auseinandersetzt, stellt man sehr schnell fest, dass es kein urtümliches und primitives, sondern ein extrem hochentwickeltes Tier war. Passend zu unserem paläontologischen Fund in unserer Stadt hören Sie jetzt Credence Clearwater Revival mit Up Around the Band. Und von einer Reise 180 Millionen Jahre zurück zu einem Thema, das heutzutage breit diskutiert wird: alternative Antriebssysteme. Keine Verbrennungsmotoren-Neuzulassung mehr nach 2030. So fordern es die Grünen. Weniger ambitioniert, aber trotz schon allen formuliert, die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Ab 2050 klimaneutral, also ohne CO2-Emissionen zu agieren. Im Personenverkehr keine Zukunftsvision mehr. Welche Herausforderungen aber noch im Schwerlastverkehr zu bewältigen sind, wird am Institut für Thermodynamik an der TU Braunschweig erforscht. Ein Beitrag von Till Malburg und Matthias Abeln. So klingt es, wenn ein Supermarkt morgens mit Lebensmitteln beliefert wird. Nur ein Teil der Güter, die jeden Tag per LKW über Deutschlands Straßen transportiert werden. Allein 2016 waren es über 3 Milliarden Tonnen. Noch ist es nicht möglich, sämtlichen Gütertransport klimaneutral, also statt mit Verbrennungsmotor mit E-Fahrzeugen zu realisieren. Abhilfe könnten Fahrzeuge mit Brennstoffzelle schaffen. Vorteile der Brennstoffzelle oder vom Wasserstoff sind, also jetzt im Bezug auf die Fahrzeuge, dass man heutzutage auch schneller die Fahrzeuge wieder betanken kann. Gerade im Bereich
wo ich jetzt sehr hohe Reichweiten brauche und auch sehr viel Last transportieren muss, also Fern-LKW beispielsweise, sind solche Systeme mit Brennstoffzelle typischerweise auch deutlich leichter als das Batterie, entsprechende Systeme mit Batterien heutzutage noch sind. Erklärt Steffen Heintke. Er forscht zusammen mit seinen Kollegen nach Lösungen rund um Brennstoffzellentechnik. In einer Brennstoffzelle wird durch eine Reaktion von Wasserstoff Strom erzeugt. Wasserstoff als Energieträger speichert auf die Masse bezogen weitaus mehr Energie als aktuelle Akkus. Somit können entsprechende Fahrzeuge viel leichter sein als jene mit Akkutechnik. Sowohl Batterie- als auch Brennstoffzellenfahrzeuge sind letztlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Nur die Speicherung unterscheidet sich. Entgegen dem Namen wird in der Brennstoffzelle nichts verbrannt. Es findet eine elektrochemische Reaktion statt. Also als Brennstoff wird der Brennstoffzelle Wasserstoff zugeführt und als zweiter Partner der Reaktion eben Sauerstoff aus der Luft. Und die bilden letztendlich dann als Produkt Wasser, Strom und Abwärme. Die Theorie dazu ist schon alt. Manch einer kennt vielleicht noch den inversen Prozess dazu aus der Schule, die Elektrolyse, bei der Wasser und der Zufuhr von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Die umgekehrte Reaktion, also Wasserstoff wieder mit Sauerstoff reagieren zu lassen, erzeugt Strom. Die Arbeitsgruppe widmet sich dabei gleich mehreren Herausforderungen einer serienreifen Technik. Wir am Institut für Thermodynamik beschäftigen uns vor allem mit dem Thermomanagement des Systems. Also in der Brennstoffzelle wird viel Abwärme frei. Die Abwärme muss abgeführt werden. Die Brennstoffzelle muss auch im Winter betriebssicher betrieben werden können. Es gibt verschiedene periphere Bauteile, die alle gekühlt oder geheizt werden müssen, je nach Betriebszustand. Und das alles vernünftig in Einklang zu bringen, ist einer der Punkte, an denen wir arbeiten. Und auch die Betankung ist ein wichtiger Aspekt für den Güterverkehr von morgen, erklärt Nikolaus Lemke. Ein zweiter Punkt, an dem wir arbeiten, ist eine Optimierung des Betankungsvorgangs, um den möglichst effizient ausführen zu können. Unterstützen wir das eben auch durch entsprechende Simulationen. Wie weit eine Temperatur ansteigt, wie hoch der Druck an einem Ventil ist, kann durch solche Simulationen abgeschätzt werden. Die entsprechende Praxis zu diesen Simulationen liefern zwei externe Partner in diesem Projekt. Ein Kraftfahrzeughersteller und ein Kraftstoffkonzern. Welche Rolle Wasserstoff in der Zukunft spielen wird, ist dabei noch nicht klar. Viele Aspekte der Technik sind noch nicht optimiert, so zum Beispiel die Herstellung der Komponenten. Diese werden mangels der Nachfrage nicht in Masse produziert. Weiterhin sind das noch aktuell die Kosten, also eine Brennstoffzelle und das ganze Brennstoffzellensystem drumherum ist noch aktuell sehr teuer, was daran auch unter anderem auch daran liegt, dass es nur in sehr geringer Stückzahl hergestellt wird. Das ist eigentlich heutzutage noch Manufakturware, also viel noch Handarbeit. Auch die Lebensdauer der Zellen ist ein großes Forschungsfeld. Im Pkw-Bereich habe ich typischerweise die Anforderung so mindestens 5000 Betriebsstunden, also 10, 15 Jahre sind das so, soll so ein Fahrzeug halten oder auch die Brennstoffzelle dann. Und im Schwerlastverkehr, im Lkw-Verkehr, da kann man da bestimmt nochmal den Faktor 5 draufrechnen. Allem voran spielt der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle eine große Rolle. Er beschreibt das Verhältnis der Energie, die zur Erzeugung aufgewendet wurde, und die Energie, die später wieder abgerufen werden kann. Also die Batterie hat ja einen sehr, sehr guten Wirkungsgrad, was die Stromerzeugung angeht. Da sind wir ja über 90% in der Regel. Bei der Brennstoffzelle ist man da eher so im Bereich 50%, wenn man das ganze System betrachtet. Diese Differenz ergibt sich unter anderem aus der freigesetzten Wärmeenergie. Diese dann eben sinnvoll zu nutzen, ist eine entscheidende Herausforderung, der sich die Forscher widmen. Während bei einem batterieelektrischen Fahrzeug Wärme zum Heizen des Innenraums Mangelware ist, ist sie eigentlich beim Brennstoffzellenfahrzeug eher im Überfluss vorhanden. Der Pkw-Bereich ist dabei schon weiter erschlossen als der Schwerlasttransport. Zurzeit gibt es in Deutschland um die 80 Wasserstofftankstellen für Pkw. 30 sollen jährlich hinzukommen. Die Wasserstofftechnik schreitet voran und soll somit nicht nur Personen, sondern in Zukunft auch Güter über weite Strecken transportieren können. Das Nationale Investitionsprogramm 2 der Bundesregierung soll dabei die Forschung an Wasserstofftechnik voranbringen. 250 Millionen Euro stehen bis 2026 zur Verfügung, um den Transport zu Land, Wasser und Luft, aber auch die Energiespeicherung mit Wasserstoff zu fördern.
Vielleicht klingt es in Zukunft also dann so an deutschen Laderampen. LKW, PKW, Fastcar. Tracy Chapman passt mit ihrem Hit ja super in die Reihe, obwohl es da ja eigentlich mehr um Liebe geht. Also Tracy Chapman mit Fastcar. Und Ann-Christine, wie geht es jetzt bei uns weiter? Genauso verkehrsmäßig, würde ich sagen. Allerdings hoch in der Luft. Matthias, was hältst du denn vom Eiskratzen am Auto? Absolut lästige Sache. Tja, aber im Winter leider alltäglich. Doch wie funktioniert das Eiskratzen eigentlich bei Flugzeugen? Das haben Kenny Mario und Philipp Thiele aus unserer Campus On Air Redaktion, das Forscherteam vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, gefragt. Und die arbeiten gemeinsam mit der TU Braunschweig tatsächlich gerade an neuen Konzepten zur Enteisung. Beim Auto kratzt man meist nur die Scheiben frei, aber beim Flugzeug sind vor allem vereiste Tragflächen ein Problem, erklärt Christian Mendig vom DLR. Nicht nur in kalten Regionen am Boden, sondern auch hoch oben in der Luft herrschen Minusgrade. Dort können winzige, unterkühlte Wassertropfen auf die Tragfläche treffen und schlagartig zu Eis gefrieren. Doch warum ist das überhaupt ein Problem? Vereisung ist für den Endverbraucher immer sicherheitsrelevant und kostenrelevant. Dadurch, dass am Luftfahrzeug Vereisung vollkommen unerwünscht ist, weil die Sicherheit des Luftfahrzeugs dadurch gefährdet ist, muss es immer enteist werden. Das passiert total mega sicher, da braucht man sich keine Gedanken machen. Doch die heute verwendeten Technologien benötigen viel Energie. Genau hier wollen die Braunschweiger Forscher weiter optimieren, wie Christian Mendig erläutert. Wir beschäftigen uns mit neuen Enteisungs- oder Eisschutzkonzepten und genauso aber auch mit Eiserkennungssystemen oder Konzepten erstmal dafür. Für die Enteisung werden Flugzeuge vor dem Start einer Sichtkontrolle unterzogen und wenn nötig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch enteist. Dieses taut nicht nur das vorhandene Eis ab, sondern legt sich auch wie ein Schutzfilm auf die Oberfläche des Flugzeugs. Durch die Startgeschwindigkeit wird das Gemisch dann abgestreift und das Flugzeug kann eisfrei fliegen. Was am Boden noch recht einfach ist, wird in der Luft durchaus kompliziert. Gerade darum gibt es dann, wenn man fliegt und ohnehin nicht mehr rausgehen kann und gucken kann, Eiserkennungssysteme. Die hängen meistens am Rumpf oder am Tragflügel. Die vereisen dann selber und melden ihren eigenen Vereisungszustand. Und so weiß dann der Pilot, ich fliege gerade durch Vereisungsbedingungen und muss mein Eisschutzsystem aktivieren oder das Gebiet, in dem die Vereisung auftritt, verlassen. Für die Enteisung in der Luft gibt es ganz verschiedene Systeme. Die meisten Verkehrsflugzeuge nutzen dafür Zapfluft aus den Triebwerken, um die Tragflächen aufzuheizen. Alternativ können in den Tragflächen auch Heizmatten verbaut werden. Beide Systeme benötigen jedoch viel Energie, da eine sehr große Fläche des Flugzeugs auf 80 Grad Celsius aufgeheizt werden muss. Gerade kleinere Flugzeuge nutzen dagegen Gummimatten, welche mittels Druckluft aufgeblasen werden und so das entstandene Eis absprengen. Um Energie zu sparen, könnten die Systeme gezielt nur dort aktiviert werden, wo die Vereisung auftritt. Dafür bedarf es jedoch neuer Messsysteme, wie Christian Mendig erklärt. Also zwei Systeme gucke ich mir dazu an. Eins, das nenne ich Vereisungsprozessdetektor, weil es den Vereisungsprozess erkennt. Und das geschieht darüber, dass die Wassertropfen, die ja unterkühlt sind, das heißt, die haben eine Temperatur unter 0 Grad Celsius, sind aber immer noch flüssig. In dem Moment, wo die irgendwo aufprallen auf so einer Oberfläche vom Flugzeug, gefrieren die. Das geht schlagartig. Und beim Gefrierprozess, beim Phasenübergang von flüssig nach fest, wird Wärme freigesetzt. Und dadurch ändert sich die Wärmebilanz am Aufprallort, dort wo es gefriert, und das kann man messen. Das zweite System misst die Dicke der Eisschicht. Dafür wird Ultraschall durch die Struktur geschickt. Die Eisschicht beeinflusst dabei die Stärke und Geschwindigkeit des Signals. Daraus kann dann auf die Dicke der Eisschicht geschlossen werden. Doch nicht nur die Erkennung von Eis wollen die Forscher verbessern, es geht ihnen auch um neue Methoden, das Flugzeug vom Eis zu befreien. Woran er und seine Kollegen vom Braunschweiger Institut für Adaptronik und Funktionsintegration forschen, erklärt Christian Mendig so. Da nutze ich im Grunde die Eigenschwingung oder Eigenformen, die so eine Struktur haben kann. Das heißt, die kann ja auch, ähnlich wie dieser Stab, der das Eis erkennt, bei bestimmten Frequenzen locker und flockig schwingen, ohne dass ich viel Energie hinzugeben muss. Und wenn ich jetzt bestimmte Schwingformen dort anrege, dann kann ich im Grunde das Eis damit abschütteln, kann man sagen. Ja. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie den Flügelschlag beim Vogel, dass man da wild mit dem Tragflügel hin und her wackelt, um das Eis loszukriegen.
Das sind deutlich höhere Frequenzen und Auslenkungen, die sieht man gar nicht. Funktioniert aber auch im Versuch im Eiswindkanal sehr gut. Die Forscher nutzen also die Tragfläche selbst zum Enteisen und können so die Anzahl zusätzlicher Bauteile reduzieren und dadurch Gewicht sparen. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz einer Formgedächtnislegierung. Das sind Metalle, die sich bei Erwärmung, zum Beispiel durch elektrischen Strom, wieder in eine vorher eingeprägte Form zurückbiegen. Diese werden als Draht in elastische Flächen eingebracht. Durch die Verformung platzt das Eis von der Oberfläche ab. Beim Abkühlen nimmt der Draht dann wieder seine ursprüngliche Form an. Diese neuen Technologien probieren die Wissenschaftler dabei nicht an realen Flugzeugen aus, sondern in einem speziellen Windkanal, den Christian Mendig so erklärt. Hier im IRF haben wir einen Windkanal, den habe ich in einer Tiefkühltruhe gestellt und vorne sind Düsen drin und dann sprüht man Wasser ein. So, und was passiert? Die Tiefkühltruhe kühlt die Luft ab. Das heißt, ich habe im Grunde einen Windkanal mit einer Messstrecke, durch den kalte Luft gesaugt wird. Und wenn ich jetzt vorher noch die Wassertropfen einsprühe und denen noch ein bisschen Zeit gebe, bis sie in der Messstrecke ankommen, unterkühlen die. Und was habe ich? Ich habe atmosphärische Vereisungsbedingungen und kann Eisschutzsysteme in der Messstrecke testen, auch Eiserkennungssysteme. Diese Kühlzelle ist 8 Meter lang und jeweils 3 Meter breit und hoch. Sie kann auf Temperaturen von bis zu minus 24 Grad Celsius gekühlt werden. Daneben gibt es am Institut noch einen speziellen 3D-Drucker für Eis. Dieser wurde so umgebaut, dass er statt eines Kunststofffadens mit feinen Wassertropfen druckt. Damit lassen sich ganz genau die Eisarten herstellen, die für den jeweiligen Versuch benötigt werden. Besonders wichtig ist das für die Erprobung von eisabweisenden Oberflächen. Der Wunsch aller Betreiber von Luftfahrzeugen und Windenergieanlagen wäre eine Oberfläche, an der erst gar kein Eis entsteht. Ja, das Milliardengeschäft im Grunde. Das versucht man beispielsweise, indem man Oberflächen nochmal extra beschichtet oder indem man sie so mikrostrukturiert, dass der Tropfen beispielsweise, wenn er auftrifft, direkt wieder abprallt und erst gar nicht gefrieren könnte. Oder dass, wenn es doch zum Eisaufbau kommt, die Haftkraft des Eises an der Oberfläche so gering ist, dass sie allein durch die aerodynamische Last oder durch die Rotation eines Hubschrauberrotorblattes oder eines Rotorblattes einer Windenergieanlage sofort wieder abfliegt. Aktuell erfüllt jedoch noch keine eisabweisende Oberfläche auch die Anforderungen an die Verschleißfestigkeit. Dem heiligen Gral der Enteisungsforschung bleiben die Wissenschaftler aber weiter auf der Spur. Ein Ziel für die Zukunft ist es, Luftfahrt emissionsärmer oder sogar lokal emissionsfrei zu gestalten. Das könnte beispielsweise mit elektrischen Lufttaxis geschehen, wie sie aktuell von verschiedenen Firmen weltweit entwickelt werden. Dabei spielt neben der Verfügbarkeit auch die Reichweite eine zentrale Rolle. Und da passt es natürlich sehr gut rein, lokale Eissensorik zu nutzen, um zielgerichtet Eisschutzsysteme betreiben zu können, um Energie zu sparen. Denn wenn ich elektrisch fliege, muss ich Batterien mit mir führen oder Wasserstoff. Das bedeutet alles ein Zusatzgewicht und ich will so wenig wie möglich dafür für den Eisschutz ausgeben. Doch nicht nur für zukünftige Fahrzeugkonzepte ist die Technologie interessant. Zwar eignen sich Pkw nicht zum Enteisen per Schwingungsanregung, aber gerade Eiserkennungssysteme ließen sich auch hier einsetzen. Das Fahrzeug meldet dann dem Fahrer, dass es vereist ist. Und dieser kann mehr Zeit für das Eiskratzen einplanen. Also ein weiterer Vorteil von diesem Eiserkennungssystem, so stelle ich es mir vor, wäre, dass man die Standheizung automatisiert einschalten könnte, um eben die Scheibe zu enteisen. Sich selbst mit Schwingungen enteisen, wird es noch ein paar Jahre dauern. Doch die Forscher vom DLR und der TU Braunschweig arbeiten weiter daran, den Grundstein hierfür zu legen. Bei uns hebt jetzt auch Nelly Furtado ab. Und zwar ganz ohne Enteisungsprobleme, nämlich als kleiner Vogel. Nelly Furtado mit I'm Like a Bird. Briefmarken, Modellautos, Comichefte oder Hüte. Man kann ja eigentlich fast alles sammeln. Doch Bakterien? Ja, auch diese werden tatsächlich gesammelt und zwar genau hier in Braunschweig. Unsere Campus on Air Reporterin Josephine Skieber und Merve Essenjel haben der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen einen Besuch abgestattet. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Internet unterwegs, um online zu shoppen und stehen vor einer riesigen Auswahl an Produkten, zwischen denen Sie sich entscheiden können. Mit wenigen Klicks ist der Favorit bestellt und kommt bequem mit dem Päckchen nach Hause. Dass es dieses Online-Angebot auch mit Viren, Bakterien und anderen kleinen Organismen geben könnte, klingt eher nach einem Szenario aus dem Film. Aber tatsächlich ist genau das für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit möglich.
Sie können nämlich in einer außergewöhnlichen Sammlung hier in Braunschweig fast alle Mikroorganismen bestellen, die Ihr ForscherInnenherz höher schlagen lässt. Und das sind über 70.000. Denn hier hat die DSMZ ihren Sitz, die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Das Leibniz-Institut DSMZ ist die einzige Mikroorganismen- und Zellkultursammlung in Deutschland, gehört zu den größten Sammlungen weltweit und die Aufgabe ist es, Mikroorganismen wie Bakterien, Pflanzen, Viren, aber auch Zellen, menschliche und tierische Zellen zu sammeln und Wissenschaftlern in aller Welt zur Verfügung zu stellen. Das hat Sven David Müller vom DSMZ verraten. Er und Dr. Manuela Schüngel, beide von der Pressestelle, gewähren einen Einblick. Manuela Schüngel erklärt, welche Voraussetzungen Forschende erfüllen müssen, um etwas zu bestellen. Es ist so, dass wir das natürlich auch im Vorfeld überprüfen, ob die Wissenschaftler wirklich Wissenschaftler sind, an welchem Institut sie arbeiten, ob es irgendwelche Lieferbeschränkungen in ihr Land gibt, in dem sie sitzen. Und dann läuft die Bestellung entweder über unseren Online-Shop, was lieber der bequemste Weg ist, oder halt über eine E-Mail-Bestellung. Und das tun Forschende laut Schüngel in 82 Ländern weltweit. Aber man bekommt natürlich keinen Brief oder ein Päckchen wie von Oma Grete, meint Schüngel. Der Versand unterliegt natürlich einer strengen Kontrolle. Wir können das nicht einfach in einen Briefumschlag packen und dann in den Briefkasten schmeißen. Es ist so, dass wir mit FedEx zusammenarbeiten. Die liefern auch, man muss es so sagen, biologische Stoffe aus, weil das ist es ja letztendlich, unsere Bioressourcen. Es ist immer gekennzeichnet, was in den Paketen drin ist, welche Risikogruppe. Wir haben keine hochgefährlichen Bioressourcen hier im Hause. Eine hochgefährliche Bioressource wäre zum Beispiel ein Zellstamm von Ebola. Auf besondere Sicherheitsmaßnahmen kann dennoch nicht verzichtet werden. Trotzdem werden auch die nicht gefährlichen Bioressourcen in Risikogruppen 1 und 2 eingeteilt. Es steht immer drauf und dann ist es relativ unkompliziert. Dann wird es eingepackt. Es hat natürlich immer noch eine Sicherheitsumverpackung. Dann kommt es einfach in ein Paket und wird mit FedEx ausgeliefert. Und wie sieht eigentlich so die Preisspanne für die Zellkulturen aus? Die Unterschiede sind so ein bisschen in der Form der Kultur. Wir lagern die Bioressourcen gefriergetrocknet. Das muss man sich so vorstellen wie so Instant-Espresso-Pulver, sodass man die dann im Labor wieder reaktivieren kann. Man gibt sie ins Medium und dann fangen sie an zu wachsen. Das sind die kostengünstigsten Varianten, weil es halt für uns auch das Einfachste ist. Die liegen, ich glaube, im Schnitt bei 90 Euro pro Ampulle. Es ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie schnell so ein Stamm wächst, wie groß der Aufwand ist, ihn zu kultivieren. Das heißt, nicht jede Bioressource kostet das Gleiche. Aktivkulturen, die extra herangezüchtet werden und lebend ankommen, oder auch Proben mit Trockeneis, können deswegen auch schnell einmal bis zu 200 Euro kosten. Damit dauerhaft sichergestellt ist, dass qualitativ einwandfreie Organismen zur Verfügung stehen, müssen diese natürlich auf eine spezielle Weise aufbewahrt werden. Aber wie lagert man so viele verschiedene Zellkulturen so, dass es auch wirklich allen kleinen Mikroorganismen gut geht? Um das zu zeigen, gewährt Sven David Müller einen Blick in das Lager. Nicht ohne weißen Kittel, versteht sich. In den Raum gelangt man durch eine besonders gesicherte Tür. Es ist kühl und das Raunen der Klimaanlage tönt durch die Luft. Zu sehen ist ein Meer von fein aufgereihten, großen grauen Schränken mit einer Unmenge an Schubladen. Wenn man so eine Schublade aufzieht, dann sieht man unendlich viele verschiedene Ampullen mit den entsprechenden Keimen, die über Nummern und Barcodes, wie das heute auch jeder kennt, gelistet sind, sodass unser Personal die dann entsprechend für den Versand vorbereiten kann. In den Ampullen befinden sich die Keime in einem Vakuum. Zusätzlich zeigt ein Indikator darin an, ob der Ampullenmechanismus noch funktioniert. Bei 12 Grad Raumtemperatur ist den meisten Keimen eine lange Aufbewahrungsdauer sicher. Am längsten jedoch, und zwar bis zu 30 Jahre, lassen sich die Zellen im Stickstofftank lagern, den Sven David Müller anschließend zeigt. Das heißt, hier in diesem Tank, der hat gerade minus 185 Grad, befinden sich in flüssigem Stickstoff Tumorzellen von Tieren, von Menschen, die dort gelagert werden und dann für Forschungsinstitutionen weltweit zur Verfügung gestellt werden, damit die Medikamente und andere Techniken an diesen Tumorzellen forschen können, um damit die Tumorzellentstehung erklären zu können und auch die Bekämpfung von Tumorzellen. Sven David Müller ist überzeugt davon, dass die Sammlung eine große Bedeutung für die Welt hat. Die Sammlung hat den Sinn und Zweck,
alles vorzuhalten, was es weltweit gibt, weil man nie weiß, ob es ein Risiko doch haben könnte, ob es eine wichtige Einsatzmöglichkeit in der Medizin geben könnte, in der Tiermedizin, in der Veterinärmedizin, Entschuldigung, in der Landwirtschaft. Und wir halten alles vor. Jeder Wissenschaftler auf der ganzen Erde kann hier sozusagen immer alles bekommen. Und das ist für die Forschung extrem wichtig. Sicherlich für jeden nachvollziehbar, für die Krebsforschung besonders wichtig. Wer hätte das gedacht, dass sich hier bei uns um die Ecke die umfangreichste Bioressourcensammlung weltweit befindet? Vielleicht lohnt es sich ja doch, ab und zu mal hinter den Fassaden zu schauen, an denen wir täglich vorbeiziehen. Und mit diesem kleinen Alltagstipp von uns für Sie möchten wir uns auch schon von Ihnen verabschieden. Die Stunde ist rum und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Das war Campus on Air Wissenschaft aus Braunschweig, einem Seminar von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste und der Technischen Universität Braunschweig. Wir hatten viel Spaß mit Ihnen, haben Sie noch einen schönen Nachmittag und erzählen Sie gerne, was Sie gehört haben. Zum Abschied noch This Girl von Kungs und danach geht's auch schon weiter mit Dabei nach drei hier bei Radio Okawelle.